Hallo und willkommen aus der Velditz Arena. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Schalke gegen Borussia Mönchengladbach. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Er ist auf jeden Fall einer, der am Ball wirklich alles kann. Und ich glaube, das zeigt er uns auch heute wieder. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie haben heute die etwas defensivere Variante gewählt. 5-3-2. Aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Bei Ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben. Die agieren dann nicht starr in der Fünferkette. Das wäre nicht modern. Wo siehst du heute Ihren taktischen Schwerpunkt, Buschi? Ja, Wolf, also ich glaube, Sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Vorchecking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. Der FC Schalke 04 mit dem Anstoß. Spiel beginnt. Stindl. Stindl! Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Das könnte die Führung geben. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Der Torwart noch dran, aber der Ball geht trotzdem rein. Ah, da ist Pech dabei, der hätte er fast gehabt. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt also die Führung für Schalke. Jonas Hofmann. Tobias Struck. Schuss! Der passt ganz genau. Pfosten und dann ins Tor. Das Ding war Millimetersache. Der Ball geht vom Innenpfosten rein. Und da gehört dann natürlich auch Glück dazu. Das kann man nicht anders sagen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit alles auf Anfang, es steht 1:1. Und das ist Strafstoß für Gladbach. Da gibt er Elfmeter. Und jetzt könnten sie in Rückstand geraten. Ah, das hat er nicht gut gemacht. Keine gute Zweikampfführung. Das muss der Unparteiische pfeifen. Ein klares Foul. Das können wir hier nochmal sehr schön sehen. Richtige Entscheidung hier. Das sehen wir ganz deutlich. Einen Elfmeter zu halten ist nicht nur Glück. Da geht es auch um richtig gute Reflexe auf der Linie und um Antizipation. Außerdem kennen richtig gute Keeper auch das wahrscheinliche Schussverhalten des Schützen. Hat der Keeper den Schützen ausgeguckt und klasse reagiert. Jetzt kommt die Ecke. Ja, und so geht es natürlich nicht. Nee, das ist harmlos. Die Chance haben sie verschenkt. Der Ball kommt rein. Und jetzt der Schuss.
falschen Fuß erwischt und dann fälscht er den Ball ins eigene Tor ab. Ja, nicht wirklich glücklich reagiert, aber das kommt vor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Nach Durchgang 1 steht es hier 2:1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Mit seiner eigenen Leistung kann er zufrieden einverstanden sein. Er hat sein Tor gemacht, aber sie laufen diesem Rückstand hinterher. So, steigen wir ein in die zweite Hälfte hier in der Felditz Arena. Hazard. Stindl! Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Konoplyanka. Rudi! Da kommt der Schlusspfiff des Unparteiischen. Schalke geht als Sieger vom Platz. Schauen wir mal in die Statistik. Sie hatten tatsächlich weniger Ballbesitz. Ja, aber wenn sie ihn hatten, waren sie zwingender. Und daher geht der Sieg in Ordnung. Das war gut, was er heute angeboten hat. Er hat heute sein Tor gemacht, hat dann am Ende auch den Sieg eingefahren. Das ist Grund zur Freude, keine Frage. We'll be right back.